Hallo und herzlich willkommen hier auf Lyrelda.de. Ich möchte euch jetzt die Aufgaben vorrechnen zum Thema Ebenen schneiden, besser gesagt die Schnittgerade von zwei Ebenen bestimmen. Nun, wir müssen einfach die zwei Ebenen gleich wieder nehmen und so addieren, Vielfaches von ihnen so addieren, dass eine Koordinate wegfällt. Es bietet sich hier direkt an, die x2-Koordinate auszulöschen, da Ebene 1 plus Ebene 2 die x2-Koordinate direkt verschwindet. Das heißt, die erste plus die zweite. x1 plus 6x1, 7x1 plus x3 gleich 7. So, wir wählen einfach x1 gleich t, willkürlich. Daraus ergibt sich nun für uns 7t plus x3 gleich 7. Ich möchte auch noch x3 auflösen, das heißt minus 7t. Dann steht hier noch x3 gleich 7 minus 7t. Nun muss ich nach einer Lösung für x2 suchen, also entweder in e1 oder in e2 das Ganze einsetzen. Ich wähle in dem Fall e1, weil es hier viel schöner aussieht, viel einfacher. In e1, naja, x1 eben t minus x2, das wir noch nicht kennen, plus 2 mal das, was in x3 steht, 2 mal 7, 14. 2 mal minus 7t minus 14t ist gleich 7. Fassen wir das alles mal zusammen. Dann steht hier minus x2 minus 13t plus 14 gleich 7. Wir wollen alles nach x2 auflösen. Also x2 ist gleich. Nun am einfachsten einfach plus x2 und minus 7. So kommt das x2 auf die rechte Seite, die 7 kommt hier rüber. Da habe ich einfach nochmal alles gespiegelt. Also 14 minus 7, 7 minus 13, t. Wir müssen das Ergebnis nur noch zusammenfassen, also zu einer Gerade umformen. Gerade g, x-Vektor ist gleich. Für den Stützvektor lesen wir einfach ab, x1 hat keine Konstante, also 0. x2, naja, 7. Und x3 ebenfalls die 7. Also 077 ist unser Stützvektor. Plus t mal unseren Richtungsvektor, also hier der Vorfaktor von t, 1, minus 13 und minus 7. T natürlich Element. Das wäre also die Schnittgerade von diesen beiden Ebenen. Man kann sowas auch ein bisschen grafisch bestimmen. Versucht einfach mal diese beiden Ebenen einzuzeichnen und ihr werdet merken, ihr seht da die Schnittgerade direkt heraus. Nur ist recht schwer, das dann so zu stimmen. Gehen wir weiter. Wir haben die beiden wieder zwei Gleichungen. 4x1 und 8x1. Es bietet sich an, 2 mal e1 minus 1 mal e2 zu nehmen. 2 mal e1 minus 1 mal e2, also 8 minus 8, 0. 3 mal 2 gibt 6, 6 minus 6 gibt wieder 0. Minus 4, minus minus 4, also minus 4 plus 4 gibt auch 0. Das heißt, hier drüben steht 0. Auf der rechten Seite steht, naja, minus 7 mal 2, minus 14, minus minus 14 gibt ebenfalls 0. Wir kommen also auf eine ganz allgemeingültige Aussage, 0 ist gleich 0. Das stimmt ja immer. Das heißt, die eine Ebene stimmt mit der anderen Ebene überein. E1 ist also dasselbe wie E2. Wir hätten es auch direkt schon sehen können. Schaut es mal an. Ich teile einfach E2 durch 2 und schon bin ich genau auf der Ebene E1 angelangt. Deswegen sind die natürlich identisch. Hier unten sehen wir das Gleiche. Das sieht wieder ähnlich aus. Aber wenn ich das hier durch 2 teile, steht natürlich hier hinten dann 3. Das Ergebnis nicht. 5 durch 2 geht 2,5. Alles andere wieder dasselbe Spielchen. Also kann ich es wieder gleich ansetzen. 2e1 minus e2. Natürlich gibt es auf der linken Seite auch wieder alles 0. Nur hier rechts steht 5. Ne, steht 4. Minus 5 gibt also minus 1. 0 ist niemals minus 1. Nun,
Was sagt uns das? Ja, das stimmt also nie. Das heißt, die Ebene E1 und die Ebene 2 schneiden sich gar nie. Denn wenn sich zwei Ebenen gar nicht schneiden, müssen sie schon parallel sein. Also E1 parallel zur Ebene E2. Was man hieran richtig schön sieht, schaut euch mal an, die beiden normalen Vektoren der Ebene, das heißt, das könnte ich direkt ablesen, N1 wäre hier 4, 3, minus 1 und hier unten wäre N2, 8, 6, minus 2, sind Vielfache voneinander. Dementsprechend müssen sie parallel sein. Das heißt, Ebenen, die Vielfache voneinander sind, sind immer schon parallel. Wenn die Ziffern hier drüben dran auch Vielfache voneinander sind, dann sind sie identisch.